Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra voce con il ladro crocifisso di gioia.
Hören wir das Wort des Herrn aus dem Matthäus-Evangelium im 15. Kapitel. Jesus ging weg von dort und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau aus jener Gegend kam zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Schick sie fort, denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir. Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, Herr, aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß, es soll dir geschehen, wie du willst. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Das ist das Wort des Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, der Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium, den wir gehört haben, führt uns in die Region von Tyrus und Sidon, in den heutigen Libanon, ein Land, das wir schon so lange gelieben und gern haben. Und wir sind mit ihm sehr verbunden, auch durch die vielen Flüchtlinge aus Syrien und darunter vielen Jugendlichen. Und einige von ihnen wurden auch in Europa aufgenommen von uns durch die humanitären Korridore. Und in ihnen sehen wir die vielen Jugendlichen, die in Not sind, die Hilfe brauchen. Auch heute noch. Jesus hat die Grenzen Israels überschritten, als da plötzlich eine kananäische Frau auftaucht. Markus sagt, dass es eine syrophönizische Frau war, also eine Heidin, und die ruft Jesus zu. Sie bittet um Hilfe, um Heilung für ihre Tochter. Und Jesus weiß genau, dass er im heidnischen Gebiet ist. Eine Entscheidung, die sehr viel sagt über die Universalität des Evangeliums, schon seit der Anfangszeit bei Jesus selbst. Jesus weiß das, dass er dort ist, auch wenn in der folgenden Szene er ein bisschen anders sich verhält, als diese Offenheit ist. Diese Frau hat sicherlich Gutes über Jesus gehört und will zu ihm über den Fall ihrer vom Dämon gequälten Tochter sprechen. Der Anfang scheint befremdlich. Dem Ruf dieser Frau scheint Jesus keine Beachtung zu schenken. Der Evangelist merkt an, Jesus gab ihr keine Antwort. Diese Stille kennt auch die Tradition der christlichen Spiritualität. Diese Frau gibt nicht auf. Jesus selbst wird sagen, dass wir ohne Unterlass und unaufhörlich beten sollen. Und das macht auch diese Frau. Der Text sagt, dass sie es braucht und lässt vermuten, dass die Frau eben sich an die Jünger wendet, damit sie dann für sie eintreten bei Jesus. Und die Jünger sagen dann auch wenn sie das mit dem Unterton so ein bisschen von geringem Feingefühl sagen, wie das manchmal auch geschieht. Auch wir kennen das auch bei uns. Also schick sie weg, erhör sie. Die Antwort Jesu
dieser Frau gegenüber bleibt hart. Die Frau resigniert aber nicht und schafft es auch weiter, zu Jesus hinzukommen. Sie spricht nicht nur und sie muss sich vielleicht durch die Menge zwängen und ist dann schließlich bei Jesus und wirft sich vor ihm nieder. Und das ist der Sinn, liebe Schwestern und Brüder, dass wir auch vor Jesus hintreten, auch physisch vor Jesus hintreten. Und wir sind jetzt froh, dass wir wieder das gemeinsame Gebet anfangen können, aufnehmen können. Und dass wir gemeinsam vor das Antlitz Jesu wieder einer neben dem anderen hintreten können. Und wenn man auf das Evangelium wieder schaut, dann denken wir an diese Begegnung von Jesus und der Frau und wie sich ihre Blicke begegnen. Und diese Frau ruft, Herr, hilf mir. Jesus schweigt diesmal nicht. Er spricht mit ihr. Und diese Antwort scheint immer noch ein bisschen hart. Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Diese Frau hört zu und bittet weiter. Es ist wie ein Dialog, der ganz inständig wird. Sie kennt auch nichts von dieser harten Sprache der biblischen Tradition, dass Hunde für Gegner oder für heidnische Völker mit dem Götzendienst verwendet wurde. Aber sie greift dieses Bild auf und antwortet Jesus. Und wir könnten den Satz so übersetzen, ja, es stimmt, Herr, schon, aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Auch die Hunde wären zufrieden mit den Brotkrumen und die Ausgeschlossenen auch, die man ihnen vorwirft. Die heidnische Frau wagt es sozusagen, sich Jesus entgegenzustellen. Sie beginnt gewissermaßen einen Kampf, ein Ringen mit ihm. Und das ist ein wichtiges Beispiel, das wir im Herzen behalten müssen, liebe Schwestern und Brüder. Und das christliche Gebet ist auch ein Kampf. Ein Kampf mit dem Herrn. Also wie ein Wagemut vor Gott hinzutreten, damit sein Herz sich gebeugt wird zu unseren Bitten. Das war bei Mose auch so in der Wüste, als das Volk Israel sich ein goldenes Kalb errichtet hatte und Gott eben das Volk dann danach vernichten wollte. Und dann aus Freundschaft zu Mose, also ja, dass er eine andere Nachkommenschaft sich sucht, aber der Herr reute dann das Böse, dass er seinem Volk, das Volk des Herrn, angedroht hatte und dass er es doch nicht vernichten wollte. Und der Herr, so schreibt das Buch, so heißt es im Buch Exodus, dass er den Herrn das Böse reute, dass er seinem Volk angedroht hatte. Und diese Frau, wie eben auch Mose, ruft zum Herrn im Gebet, um die Welt vom Bösen zu erlösen. Also wir tun es auch vom Bösen, dass es vom Bösen der Pandemie und von allem Übel die Welt befreit werde. Diese Inständigkeit, die Jesus uns selbst empfiehlt, zeigt uns, dass das auch Gott sozusagen die Entscheidung Gottes ändern kann. Jesus antwortet daher schließlich mit einem im Evangelium ungewöhnlichen Satz, Frau, dein Glaube ist groß. Ein Glauben, wie bei dieser Frau, kann Gott auch nicht sich zurückziehen oder ihm widerstehen. Also, liebe Schwestern und Brüder, die wir jetzt wieder uns vorbereiten, das gemeinsame Gebet wieder zu halten, bitten wir den Herrn, dass er die Welt von allem Bösen befreie. Invochiamo il Signore della pace.
Lodiamo il Signore che oggi ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché cessi il male nel mondo, perché sia sconfitta la pandemia e ogni tribolazione e gli uomini siano liberati dalla morte e dal dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e le grandi croci di ogni uomo trovino nella croce di Gesù la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, per tutti i profughi, quelli del Libano e di tutto il mondo, per gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, i prigionieri, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indegnità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via, per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Thank you.
Signore, insegnaci a pregare. La pace del Signore risorto sia con tutti.